Insgesamt 4 Neulinge stehen im Kader der deutschen U21-Fußballer für die Länderspiele gegen Mexiko, 7. September und Irland, 11. September. Nationaltrainer Stefan Kuntz nominierte erstmals Felix Udogay vom VfL Wolfsburg, die beiden Berliner Maximilian Mittelstädt und Arne Meyer sowie den Augsburger Marco Richter. Das gab der Deutsche Fußballbund, DFB, am Donnerstag bekannt. Erstmals seit Oktober 2017 ist zudem Luca Waldschmidt von SC Freiburg wieder dabei. Wir haben schwere Aufgaben vor der Brust, sagte DFB-Trainer Kuntz, mit Mexiko haben wir uns einen starken Testspielgegner ausgesucht. Das Spiel möchte ich nutzen, um die neuen Spieler kennenzulernen. Danach folgen unsere 3 wichtigsten Spiele in der EM-Qualifikation. In Irland müssen wir auf den Punkt fit sein. Aufgrund ihrer Nominierungen für die